Ja, mit dem Motor habe ich schon viel erlebt, wirklich. Also der hat schon was mitgemacht mit mir. Was war denn los, Jan? Das ist nur vom Holzvergaser. Jetzt baue ich einen Tankwald auf. Und wir probieren ihn mit Alkohol zu betreiben. Das, was eigentlich wahrscheinlich sogar besser funktioniert als mit Benzin. Keine Ahnung. Schau mal, jetzt braucht er wieder einen Tank. Muss meinen Tankwald aufbauen. Der Tank ist jetzt rum und wir haben da Bioethanol. 94% Ethanol. Ich habe ein bisschen recherchiert und das müsste eigentlich super gehen. Oh mein Gott, ich hab geglaubt, die brauchen ewig lang, aber ist schon passiert. Es funktioniert. Ohne Scherz, hier nichts da. Nicht einmal den Vergaserputz nach dem Holzgas. Einfach mein Holzgas-Teil abbaut. Und einfach den Scherz so eingefühlt, wirklich. Ich hab das eh gesehen. Den Scherz, ich will keine Werbung machen, aber das ist einfach. Also Ethanol möchte ich schon Werbung machen. Ethanol. Genau, der Sprit wächst auf dem Baum. Schaut euch das an, kein Problem. Kein Problem. Funktioniert. Wahrscheinlich der Zündzeitpunkt müsste man sicher verändern. Also da kann man sich sicher noch gescheit spülen. Vielleicht gar nicht so viel verändern. Keine Ahnung. Jedenfalls mit Alkohol an Viertakter betreiben. Ist kein Problem. Ja, die Flaschen aus 1 Liter kostet 5 Euro. Nur da orientiert es nicht, aber man konnte die ganzen Äpfel konnte man Schnaps brennen, weißt du? Die was überall umeinander liegen auf der Straße im Sommer und Herbst, mit die konnte man Schnaps brennen und konnte man mit unseren Maschinen fahren. Also ist wirklich Bio. Da muss ich euch was sagen vom Henry Ford. Der hat die Autos gebaut da damals, um die 1900 umeinander. Wann das stimmt, keine Ahnung, ich traue dem alles schon gar nicht mehr. Auf alle Fälle ist den sein Model T ist mit Alkohol genauso gerannt. Ich glaube, vielleicht war das ganz ein cooler Typ. Man sagt, oh, das war ein voller Mann. Okay, das ist eigentlich der Schnelldurchlauf. Von derer Seite da eigentlich nicht wirklich. Ich gebe euch nur ein paar so Stichwörter. Also der Henry Ford, so rausgeschaut, ja. Dann ist er vom Bauernhof aufgewachsen und hat nur die Dorfschule besuchen. Und erhielt somit eine geringe Schulausbildung. Genau. Mit 15 Jahren hat er seinen ersten Verbrennungsmotor gebaut. Naja, sag zu mal wen mit einer hohen Schulausbildung, der das auch gemacht hat. Weißt du? Also mit 15 Jahren und einer geringen Schulausbildung und wahrscheinlich auch die geringsten Mittel, die was man sich nur vorstellen kann, hat er einen Verbrennungsmotor gebaut. Ziemlich stark, muss ich sagen. Genau. Dann ist so sehr Werdegang, ist dann Mechaniker geworden, Mechanist. Maschinist ist er geworden. Genau, hat dann mit 11 anderen Investoren und $28,000, da war der Dollar halt nur ans Gold gekoppelt und war noch was wert,
Und hat er dann Autoproduktionsstätte. Und hat da die Tin Lissy, das Model T, die Tin Lissy, mit der ist Rennen angefahren und hat einiges gewonnen. Haben sie dann, finde ich, ein bisschen pflanzt, weil da haben sie gesagt, der darf nicht mitfahren, weil sein Auto ist zu leicht. Das muss er um 1000 Pfund schwerer machen. Also das ist ja schon ein wenig Allgemeinheit. Wenn die anderen das nicht schaffen, dass sie leichte, schnelle Autos bauen, dann ist das ja ein Problem. Und dann muss er nicht seins schwerer machen. Was ist für Blödsinn? Dann ist er sein Motor und so ist er nicht mehr auf das ausgelegt. Also das finde ich gemein. Er hat dann auch aufgehört zum Rennfahren. Und dann 1913 hat er dann nicht mehr bei Rennen teilgenommen. So schaut das aus. Das ist das Auto, das was er gebaut hat. Cool, finde ich cool, das Auto. Ja. Da hat er da schon dann die Produktionsstraßen hat er dann eigentlich entwickelt. So sagt man. Ich glaube, vielleicht hat es das vorher schon gegeben, aber es ist wurscht, so eine Produktionsstraße, sieht man, wo das Sofa dann auf das Gestell aufmontiert wird. Ziemlich cool eigentlich. Genau, das war 13. Dann da, das ist ein spannender Artikel, den sollte man eigentlich lesen. Da geht es darum, dass er den 8-Stunden-Tag eingeführt hat und dass er halt eine ziemlich coole Beziehung zu seinen Arbeitern gehabt hat. Also er hat gesagt, mehr als 8 Stunden braucht es nicht hackeln. Das war damals sicher nicht so, dass man nur 8 Stunden gehackelt hat. Und hat den Mindestlohn von $2,34 pro Tag auf $5 pro Tag angehoben. Also das ist ja ein kompletter Hammer, wenn der sagt, okay, brauchst du mir 8 Stunden hackeln und ihr kriegt das doppelte Geld. Genau, und er hat dann sogar gesagt, deutlich über den Mindestlohn mehr, während des Spitzenproduktion des Models T 1918. Also 1918 haben die Vollgas des Model T produziert. Genau, Spitzenproduktion des Model T 1918. Erhöhte sich der Betrag sogar auf $6. Ford bot seinen Arbeitern auch ein neuartiges System der Gewinnbeteiligung an. Alter, der hat seine Hackler da gewinnbeteiligt bei seiner Firma. Das finde ich richtig geil. Also das ist ja richtig cool. Dass die Löhne bei Ford das bis dahin übliche um mehrere 100% überstiegen. Also die haben nicht dann $6 gekriegt, sondern mehrere 100%. Also das war wahrscheinlich $12 oder $18 pro Tag. Also das war ein richtiger Hammer. Der hat die echt gewinnbeteiligt. Was der jetzt nicht alles eigen hat, der hat die Leute gewinnbeteiligt. Ja, und dann landen wir schon ein bisschen runter da in dem Artikel, also da in den Absatz. Dann sagen sie, ja, das hat er gemacht, dass die Leute Autos haben und dass die Leute gehört haben, dass seine Autos dann kaufen können. Das ist ja ein Arschloch, der wollte nur seine Autos verkaufen. Ja, aber mit dem ist die Leute gut gegangen und ja, halt auch, das war ein Win-Win, glaube ich. Das ist ein geiler Satz. Er wollte nicht die persönliche Situation seiner Arbeiter verbessern, sondern die Kaufkraft der Arbeiterschaft massiv stärken. Ja, aber wenn ich die Kaufkraft der Arbeiterschaft massiv stärke, dann ist ja die persönliche Situation der Arbeiter verbessert, oder nicht? Um den Absatz massengefertigter Produkte wie seiner Autos zu gewährleisten. Wäre man sicher, oder wollte er einfach nur was Gutes für Leute und wollte sagen, na scheiße, ja. Naja, das ist schon ein bisschen angeschrieben, der Absatz da. Den müsste ich selber einmal einziehen, wirklich. Verwendung. Da ist ein arger Satz, den muss ich auch noch vorlesen. Also das kommt mir alles komplett arg vor. Auch die gesteigerte Freizeit der Arbeiter sollte der Nachfrage nach Produkten und deren Abnutzung durch die Verwendung dienen. Weißt du, er hat ihnen viel Freizeit gegeben, weißt du, dass sie viel mit den Autos fahren können. Und dann werden die Autos ja auch abgenutzt, weißt du. Und dann müssen sie ja wieder neue Raffen kaufen und so, weißt du. Also ein Riesenarschloch, glaube ich, dieser Henry Ford. Bist du, Alter, wie arg kann man das schreiben, dass man glaubt, dass das schlecht ist, wenn die Hackler mehr Freizeit haben? Ich kann es nicht aushalten. Wenn sie das rentiert, wenn die Firma rennt, oder? Dann lasst du die Hackler mitverdienen. Das ist ja komplett cool. Ja, okay.
Dann geht's weiter. Also wir haben da jetzt gelesen, 1918 war die Höchstproduktion, die Spitzenproduktion des Model T um 1918. Okay. Und das Ding ist mit Alkohol gefahren. Unter anderem mit Alkohol. Alkohol und Benzin ist wurscht, was man eingefüllt hat, mit dem ist es gefahren. Na, wieso gar nicht mehr weg da? Zurück. Genau, super. Und die Leute haben sich damals einen Schnaps selber brennt und haben das dann in das Auto eingeführt und sind damit umeinander gefahren. Also von dem bin ich mir hundertprozentig überzeugt, dass das so passiert ist. Und dass das anderen Leuten nicht gefallen hat, das bin ich mir auch hundertprozentig überzeugt, dass die Leute einfach selber einen Spruch brennen daheim. Aus Schnaps einfach, dass das Ding mit Schnaps fährt. Jetzt ist die Höchstproduktion um 1918 und was ist da passiert? Was ist da nur so passiert? Zeitgleich ist die Prohibition gekommen, man hat Alkohol verboten. Das heißt, die Leute dürfen nicht mehr so unabhängig sein, dass sie sich selber Spruch herstellen können. Da der Prohibition in den Vereinigten Staaten 1920 bis 1933. Okay? Also, gerade wie die Autos richtig am Markt gekommen sind, hat man den Alkohol strengstens kontrollieren, strengstens verboten. Und ich glaube, in die 13 Jahren, wo dieses Alkohol verboten war, hat man dann auch Tankstellen schon überall so weit ausgebaut gehabt, dass sich keiner mehr das Auto hat, dass er Alkohol selber so arg bringt. Okay? Und das ist in mehreren Bereichen um die Zeit verboten worden, nicht nur in die USA. Okay. Schräg wird es dann, wenn man dann da weiterschaut. Was er nur so gemacht hat. Da Henry Ford hatte lange Zeit besonderes Interesse an Kunststoffen aus landwirtschaftlichen Erzeugnissen, auch aus Hanf, wirklich, auch Hanf. Bekannt wurde sein Sojabinka. Schaut sich das an, der hat ein Auto gebaut aus Sojabohnen. Die Karosserie ist anscheinend aus Sojabohnen. Schaut sich die Karosserie an, das sieht komplett geil aus. Genau. Und in dem Model A waren einige Teile auch schon aus Biokunststoffe. Aus Biokunststoffe. Wirklich. Und jetzt geht's weiter. Ebenfalls in den 30er, also in die 30er, hat er dann 10.000 Quadratkilometer großes Areal in Brasilien gemietet und hat dort Sachen abbaut, mit denen er Kunststoffe gemacht hat. Unter anderem Reifen und Karosserieteile, wie das Sojabin-Car, okay? Wollte mit dem dann in die Produktion einsteigen. Und was ist um 1930 passiert? Ich glaube, mit Sojabohnen ist es auch gegangen, aber ich glaube, mit Hanf hat er seinen Durchbruch gehabt, glaube ich. Mit Hanf hat er seinen Durchbruch gehabt von Kunststofferzeugung. Und man weiß, wie stark das Hanf, wie stark die Faser ist und was man mit dem alles machen kann. Und um die 1930er, was ist da gewesen? 1930 rief die USA das Federal Bureau für Narcotics ins Leben, um das Verbot und die Kontrolle von Freizeitdrogen massiv voranzutreiben. Das Büro wurde von Henry J. Anslinger geführt, der, wie wir sehen werden, oft als Vater der Cannabis-Verbots in den USA betitelt wurde. Okay, die haben Vollgas gepusht, dass Cannabis illegal wird. 1932, 2 Jahre nachdem der Henry Ford da Vollgas geforscht hat an diese Sachen, ist das in alle amerikanischen Staaten verboten worden. Irgendeine Art der Regulierung von Cannabis erzwungen. Das heißt, du hast viel mehr Steuern zahlt für Cannabis. Dass es sich nicht mehr auszahlt, dass du mit dem irgendwelche Kunststoff Experimente machst. Also das ohne Scherz, das kann ich mir vorstellen, dass das passiert ist. So, der Henry Ford, vielleicht wollte der echt was Gutes tun für die Leute. Sieht man da, oder? Sogar das, was er da gemacht hat, wird runtergestellt. Und sagen, nein, das hat er nur gemacht, weil er wollte so viel verdienen. Aber das glaube ich nicht, wenn du dann das Doppelte zahlst pro Tag und sagst, sie müssen doch schon hakeln. Also, ich glaube, der hat schon ein wenig auf die Leute angeschaut. Und der wollte echt was Gutes machen, vielleicht. Dann haben sie den Alkohol verboten und dann haben sie den Hanf voll versteuert. Ja.
Was hat er sonst noch gesagt zu Henry Ford? Da, das hat er auch noch gesagt, der Henry Ford. Würden die Menschen das Geldsystem verstehen, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh. Henry Ford. Dann Mächte im Spiel, die was einfach nicht wollen, dass die Menschen frei werden. Wirklich. Dass die Menschen selber erinnern, dass unabhängig werden.